Ein Treffen unter politischen Freunden. Der russische Präsident Putin und sein belarussischer Amtskollege Lukaschenko tauschen sich im äußersten Osten Russlands über die Lage in der Ukraine aus. Putin zeigt sich siegessicher, verteidigt den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos und behauptet: Es ist nicht möglich, diesen Genozid, der schon 8 Jahre dauert, weiter zu akzeptieren. Und zweitens hat sich die Ukraine leider in einen antirussischen Brückenkopf verwandelt, in dem schon lange Sprossen von Nationalismus und Neonazismus kultiviert wurden.